geht einfach darum, dass wir versucht haben, eine Lernreise zu kreieren, mit der die Schüler die Möglichkeit bekommen, ihre Umwelt besser zu verstehen und einen Weg aufgezeigt bekommen, wie sie ihre Umwelt vielleicht beeinflussen können, indem sie Dinge, die ihnen auffallen, versuchen zu verändern zum Besseren. Ich arbeite ja in einer Schule, die in der Stadt ist, mitten in der Stadt, die sehr viel Verkehr erlebt. Das beschäftigt uns einfach sehr viel unterbewusst. Und diese Lernreise hat es den Schülern natürlich auch bewusster gemacht, welchen Faktoren sie überhaupt ausgesetzt sind. So sind wir dann eben auf diese Geschichte gekommen mit, wir gehen vor die Schule, gucken, wie viele Autos an der Ampel stehen. Das war so der Einstieg gewesen. Messen quasi die Feinstaubbelastung. Und dann versuchen wir mit den Schülern Interventionsmöglichkeiten zu entwickeln, um das Gemessene zum Guten hin zu verbessern. Gut, also wir hatten die Freude daran, eine Lernreise zu begleiten. Wie kommt denn die Jeans von Ihrem Hersteller in den Kleiderschrank? Und dann wirklich mal bei den Schülern Reaktionen zu erfahren oder zu sehen, emotional zu sehen, welchen Weg denn wirklich so eine Jeans hinter sich hat. Sprich, wie wirklich diese Bedingungen sind, mit denen die Jeans hergestellt werden. Das war wirklich sehr, sehr für die Schüler, auch für mich emotional. Und den Weg dann zu sehen von der Erfahrung, der Herstellung bis zu dem fertigen virtuellen Raum, den sie dann erstellt haben, in dem sie dann diese Erfahrung umgesetzt haben, war eine tolle Zeit. Bei uns ging es um die Lernreise zum Thema Plastikmüll. Sie haben halt eben gesehen, welche Auswirkungen Plastikmüll hat auf die Natur, auf die Umwelt. Waren sehr betroffen von diesen Videos und haben dann ihre Eindrücke umformuliert in Fragen und haben auf dieser Basis in den nächsten Unterrichtseinheiten dann ein Interview durchgeführt, zu Hause mit Eltern, mit Bekannten, um halt eben den Eigen- und den Plastikkonsum der Umwelt, des Umfeldes halt eben hier zu recherchieren, haben das auch festgehalten und haben dann diese Ergebnisse in einen Entscheidungsbaum eingefügt. Das heißt, wir haben dann erstmals digitale Medien eingeführt, für die Kinder sehr, sehr spannend. Die Uzzubots, diese kleinen Roboter, die waren fasziniert, sind ja nur so Daumen groß fast, ne? Aber für die Kinder ein tolles Erlebnis und die haben dann Entscheidungsbäume erstellt, wo immer wieder an jeder Kreuzung die Frage war, wo gehe ich hin? Plastikmüll oder gibt es eine Alternative dafür? Die Schüler haben plötzlich, da hat es einen Klick gemacht irgendwie. Die haben plötzlich was verstanden, was zum Beispiel eine Variable ist oder so. Das ist auch so viele Matheaufgaben, die man machen kann und auch so viele Beispiele. Aber wenn sie es wirklich, wenn sie die Variable schreiben und sind, also tatsächlich der Roboter sind und diese in einen Befehl ausführen, worum es ja auch am Programmieren geht, dann, also da, so haben sie es wirklich, sie haben es wirklich verstanden. Und das war für mich ein ganz toller Moment. Ich fand das ganz toll. In einer ganz kurzen Zeit haben die Schüler Medien benutzt, um halt eben ein Thema, das für die Schüler ganz wichtig ist, nachhaltig zu bearbeiten. Das war wichtig. Die Nachhaltigkeit zum einen, das Beschäftigen mit dem Thema, das Bewusstsein schaffen, aber auch halt eben die Medien einzubinden. Erstmal ungewohnt als Einstieg, aber hat mich total geflasht, kann ich sagen. Ich renne seitdem nur noch rum und erzähle allen, dass wir unser gesamtes Schulcurriculum in die Tonne treten müssen und müssen komplett neu anfangen, indem wir sagen, wir nehmen die 17 SDGs und machen basierend auf diesen 17 Themen, machen wir unser gesamtes Curriculum. Und wenn man sich die ein bisschen anschaut, diese Themen, kann man bis Quantenphysik alles damit abdecken und die kommt in der Schule schon nicht mehr dran, das ist dann deutlich später. Also das heißt, das, was im Unterricht gefordert wird in den Fächern, die Kinder sozusagen nach Lehrplänen oder Kerncurricula erfüllen müssen, die Themen werden alle in den SDGs oder mit SDGs abgedeckt. Und das ist das, was ich jedem raten kann, guckt euch das an, versucht da mal einzusteigen, indem ihr diese 17 Punkte versucht zu durchdringen, was das bedeutet, was inhaltlich da alles reinpasst und dann passt alles rein, ob das Kunst, Musik, Sprachen oder Naturwissenschaften sind. Selbst Sport kriegt man auch auf jeden Fall unter.
Also ich finde es ganz wichtig, dass man seine Schüler mit einspannt, dass man guckt, welche Ressourcen sind dann überhaupt in der Klasse vorhanden. Man muss gar nicht selber das alles machen, sondern man kann das auch an die Schüler abgeben. Ich war erstaunt, wie viel diese Schüler selbstständig dann programmieren konnten und das umsetzen konnten, ohne dass ich ihnen irgendeine Hilfestellung geben musste. Bei mir sind auch ganz viele Dinge falsch, also schief gelaufen und nicht gelaufen, und deswegen fand ich es trotzdem ein cooles Projekt. Das Internet hat nicht funktioniert oder ich konnte das nicht verbinden, aber dann macht man es halt irgendwie am nächsten Tag, und so ist es ja auch tatsächlich im Leben, in jedem Job, den man hat, stößt man auf irgendwie Probleme, die man nicht bewältigen kann. Und dann muss man halt manchmal auch einen Tag warten, bis es dann irgendwie gelöst ist. Und das finde ich ganz wichtig, das auch den Schülern zu vermitteln, dass das nicht alles irgendwie abgespult wird und dann funktioniert es irgendwie. Und so ist das Leben. Und deswegen sollte man trotzdem die Dinge probieren. Wenn man sie gar nicht erst probiert, dann kommt man auch nicht weiter.